Jürgen Höller war wegen falscher eidesstattlicher Versicherung, Untreue, vorsätzlichen Bankrotts und versuchter Steuerhinterziehung im Gefängnis. Bodo Schäfer gründete ein Unternehmen, das dann in Konkurs ging. Tony Robbins könnte aktuell der erfolgreichste Erfolgstrainer sein. Sein Wikipedia-Eintrag hat einen eigenen Abschnitt zu rechtlichen Fragen und Kontroversen. Bücher von Stefanie Reiser und Napoleon Hill habe ich auf diesem Kanal besprochen und konnte keine Beweise für besonderen Reichtum finden. Wie erfolgreich sind Autoren von Erfolgsratgebern? Wichtiger, wie erfolgreich werden Leser von Erfolgsratgebern? Allgemeiner, was ist von Erfolgsratgebern zu halten? Diese Frage allgemein zu beantworten, ist vielleicht ein sehr dickes Brett. Dazu kommen wir am Ende noch einmal. Zunächst schauen wir uns mal einen konkreten Erfolgsratgeber an. Ausgewählt habe ich ein Buch von Rainer Zittelmann. Und konkret das Buch »Setze dir größere Ziele«. Es ist das erfolgreichste Buch von Rainer Zittelmann, in ein Dutzend Sprachen übersetzt und auf Deutsch in der 8. Auflage. Rainer Zittelmann selbst war Ressortleiter bei der Zeitung Die Welt und betrieb dann ein Beratungsunternehmen für Immobiliengesellschaften. Schließlich investierte er selbst in Immobilien. Sein Vermögen wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt und die hat er sich selbst erarbeitet. Heißt, der Autor schreibt nicht nur über Erfolg, er handelt auch selbst erfolgreich. Und bei Dr. Zittelmann kann man schon vermuten, dass er weiß, was er schreibt. Sein Buch hat 18 Kapitel. Sehen wir uns zunächst das erste und wichtigste davon an. Aber warum ist das nötig? Das Buch beschreibt, was erfolgreiche Menschen tun. Was aber wirklich interessiert ist, was tun erfolgreiche Menschen anders als nicht erfolgreiche Menschen? Worin unterscheiden sich erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen? Das steht nicht in diesem Buch. Diese Frage stellen sich aber Wissenschaftler. Das heißt, wenn die zentrale These von Rainer Zittelmann von einer wissenschaftlichen Theorie untermauert wird, dann stärkt das unser Vertrauen. Okay, starten wir mit dem ersten und zentralen Kapitel, größere Ziele setzen. Rainer Zittelmann nennt die Goal-Setting-Theorie im Text nicht. Aber er hat die Quellen dazu im Literaturverzeichnis. Er kennt diese Theorie also. Und das sollte er auch. Diese Theorie wurde vor über einem halben Jahrhundert entwickelt und gehört zum Standardrepertoire der Arbeits- und Organisationspsychologie und der Motivationspsychologie. In den entsprechenden Vorlesungen habe ich diese Theorie auch regelmäßig vorgestellt. Das ist das Grundmodell. Gehen wir die einzelnen Stationen durch. Start sind Ziele. Aber nicht einfach nur größere Ziele, sondern Ziele, die spezifisch sind und die den richtigen Schwierigkeitsgrad haben, herausfordernd sozusagen, aus der Komfortzone herausführend, aber nicht abschreckend. Ziele der Art, das könnte ich tatsächlich schaffen. Und dann bin ich ein richtiges Stück weitergekommen. Aus dem Ziel folgt die Performance. Dieser Zusammenhang wird von zwei weiteren Faktoren beeinflusst. Zunächst von persönlichen Faktoren. Manche Autoren würden hier vom Mindset sprechen. Wie wichtig ist das Ziel? Wie stark sehe ich mich an das Ziel gebunden? Self-Efficacy ist eine ganz wichtige Variable. Self-Efficacy ist die Überzeugung, die Dinge beeinflussen zu können. Die Überzeugung, selbst dein Schicksal in die Hand nehmen zu können. Die deutsche Übersetzung Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird vor allem gespeist durch positive Erfahrungen. Wenn ich schon einmal ein Ziel gut erreicht habe, dann bin ich eher überzeugt, dass ich auch ein ähnliches Ziel erreichen werde. Die zweite Gruppe von Einflussfaktoren ist mit Mechanismus überschrieben. Was soll erreicht werden, mit wie viel Einsatz, mit wie viel Strategie? Vor allem aber, wie hartnäckig verfolge ich ein Ziel? Mit wie viel Grit? Hartnäckigkeit, Persistence, Grit, das ist eines der zentralen Konzepte für Erfolg. Die Psychologieprofessorin Angela Duckworth hat dazu ein ganzes Buch geschrieben. Das Video dazu verlinke ich im Abspann. Mindset und Faktoren wie Grit und Hartnäckigkeit beeinflussen die Umsetzung. Hier wird getan, was auch immer nötig ist, um das Ziel zu erreichen. Wichtig ist, dass es klare Rückmeldungen oder Messergebnisse gibt. Wie weit, wie gut wurde das Ziel erreicht? Nur damit kann ich sagen, ja, ich bin mit der Umsetzung und mit dem Ergebnis einverstanden. Hier vielleicht noch kurz zur Klärung. Das ursprüngliche Modell geht davon aus, dass eine Führungskraft meine Ziele setzt und dann Anerkennung, eben Rewards, vergibt.
Für die Zielgruppe, die Rainer Zittelmann im Blick hat, muss man das umdenken. Ich setze mir meine Ziele und ich bewerte selbst, wie zufrieden ich damit bin. Und das führt dazu, dass ich mir neue Herausforderungen suche, dass mich größere Ziele interessieren. Die Erfahrung, ich habe mein Ziel erreicht, führt zu höherer Selbstwirksamkeitsüberzeugung und verstärkt überhaupt die Moderatorenvariablen. Und wenn ich ein Ziel nicht erreiche, dann habe ich auf jeden Fall etwas gelernt. So geht das nicht, das ist eine Sackgasse und damit ist der Weg frei für eine andere Lösung. Probleme sind gut, sagt Rainer Zittelmann. Hartnäckigkeit und Grit sind wichtig, heißt es bei Angela Duckworth. Okay, das zentrale Konzept von Setze dir größere Ziele hat also eine wissenschaftliche Grundlage. Folgt daraus, dass das Lesen von Ratgebern wie diesem zum Erfolg führt? Leider nein. Ich kenne keine Statistik, wonach die Leser von solchen Büchern erfolgreicher sind. Wenn Sie eine solche Statistik kennen oder auch nur eine Untersuchung, dass Leser erfolgreicher sind, dann schreiben Sie bitte gerne einen Hinweis in die Kommentare. Aber selbst wenn Leser nachweislich erfolgreich wären, dann wäre immer noch die Frage, was ist die Ursache? Haben vielleicht einige Menschen stärkeren Ehrgeiz, lesen deshalb mehr Bücher und sind erfolgreicher? Für das Lesen sehe ich diese Frage offen, für Hartnäckigkeit oder Grit sind sie geklärt. Das Video dazu verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.